bei dir gibt es nochmal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ihr in meinem Unpacking gesehen habt, habe ich jetzt zwei Bücher vom Carlsen Verlag bekommen und ich habe diese zwei Bücher natürlich sofort verschlungen und gelesen. Und das erste Buch, was ich gelesen habe, war Oblivion, Lichtflüstern von Jennifer Armentrout. Ihr wisst, wenn ihr mich schon länger guckt, ich bin ein riesiger Fan der Obsidian-Reihe von Jennifer Armentrout oder auch der Lux-Reihe, wie es im Englischen heißt. Und ich war ja erst am Anfang im Zwiespalt, ob ich Oblivion lesen sollte oder nicht. Weil es ist ja Obsidian aus der Sicht von Damon nochmal erzählt quasi. Also es ist quasi eine Geschichte, die ich schon kenne, nur halt nochmal aus seiner Sicht. Und ja, da ich das Buch ja netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, hat sich das für mich erledigt, ob ich es lese oder nicht. Es war klar, dass ich es lese und es war klar, dass ich es sofort lese. Und ich bereue es definitiv nicht, dieses Buch gelesen zu haben, denn Obsidian habe ich gelesen, als es damals rausgekommen ist. Und das war, glaube ich, 2014, Ende 14, Anfang 15 irgendwie muss das gewesen sein. Und es ist also wirklich schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Und ja, ich habe mich mega gefreut, nochmal in diese Welt, in diese Geschichte eintauchen zu können. Ich komme aber auch hier nochmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es ja um Damon und Katie. Dieses Buch, wie gesagt, wird aus Damons Sicht erzählt. Damon ist nicht ganz menschlich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt immer noch ein Spoiler ist, wenn ich euch erzähle, was jetzt er genau ist oder ob inzwischen das eigentlich jedem bekannt ist. Ich gehe jetzt aber einfach mal nicht näher drauf ein. Damon wohnt in einem kleinen, verschlafenen Nest, wo es gerade mal eine Ampel gibt. Und eines Tages zieht nebenan eine neue Nachbarin ein und er beobachtet sie dann so die ersten Tage und fragt sich, wer ist das? Was wollen die hier? Und ja, als diese Nachbarin dann eines Tages an seiner Tür klopft, um nach dem Weg zu fragen, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und Damon hat noch eine Schwester, sie heißt Dee. Und Dee tut dann mit der neuen Nachbarin quasi Freundschaft schließen. Und das ist Damon eigentlich nur ein Dorn im Auge. Denn wie gesagt, Damon und Dee sind anders als normale Menschen und müssen sich eigentlich von Menschen fernhalten. Und trotzdem merkt Damon, dass da irgendwas ist mit diesem Mädchen, weswegen er sich nicht von ihr fernhalten kann. Und was dann mit den beiden im Laufe dieses Buches noch passiert und wie das Ganze seinen Lauf nimmt, das ist das, worum es in Oblivion geht. Wie gesagt, Obsidian ist dann aus der Sicht von Katie erzählt und geschrieben. Also wie gesagt, das ist das, worum es in Oblivion geht. Und ich muss sagen, ich fand es ganz, ganz toll, nochmal in diese Welt einzutauchen. Ich kannte ja die Geschichte schon, aber dadurch, dass es so lange her ist, dass ich es gelesen habe, konnte ich mich natürlich auch nicht mehr an alles erinnern. Es sind hier natürlich Szenen drin, die man in Obsidian nicht hat, weil sie natürlich aus Damons Sicht geschrieben sind und erzählt sind. Das kann man natürlich bei Obsidian, was ja aus Katies Sicht geschrieben ist, nicht drin haben, logischerweise. Und ja, ich fand es aber auch so ganz interessant, seine Gedankengänge einfach mal zu sehen und zu hören und zu lesen und wirklich mitzubekommen, wie er von Anfang an das Ganze sieht und auch die Entwicklung, die Beziehung der beiden dann im Laufe des Buches macht, wie er das Ganze sieht. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool, das Ganze nochmal zu lesen und hat mir auch richtig gut gefallen. Also ich mochte auch die Handlung von Obsidian aus der Sicht von Damon erzählt total gerne. Ich habe mir nur gedacht, ja, genau so stelle ich mir Damon vor. So habe ich mir ihn immer vorgestellt. So habe ich mir die Gedankengänge bei ihm teilweise auch wirklich immer vorgestellt. Und das war wirklich cool, das Ganze nochmal so mitzulesen. Und ja, schreibt sie von Jennifer Armentrout, brauche ich nicht sagen. Ich liebe diese Frau. Diese Frau ist meine Queen. Sie ist meine Göttin. Ich liebe es, wie sie Geschichten erzählt und schreibt. Und ja, sie schreibt kitschig, klischeehaft. Und das ist das einfach, ich weiß nicht, sie packt das alles in so eine tolle Geschichte immer rein und verpackt das alles so schön. Und es ist einfach für mich Jennifer Armentrout, die sagt, sie ist meine Queen. I love her. She's so cool. Yay! Deswegen Schreibstil top, Handlung mega cool. Vom Setting her, wie gesagt, befinden wir uns hier immer noch in dieser Mini-Kleinstadt, wo ich gerade den Namen schon wieder vergessen habe. Den habe ich mir auch damals nie merken können. Die ja an dieser Bergkette, den Seneca Rocks so lang geht. Und ja, cooles Setting, typisch amerikanisch halt. Und wie gesagt, ich finde, man kann sich alles wirklich sehr, sehr gut vorstellen vom Schreibstil her, wie Jennifer Armentrout die ganzen Szenen beschreibt und auch die Orte beschreibt. Ich finde es einfach nur richtig, richtig schön und richtig cool. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ich dieses Buch jetzt nochmal lesen konnte. Und ja, ich kann wirklich allen Fans der Obsidian-Reihe nur sagen,
lest dieses Buch, es ist wirklich toll. Gerade wenn ihr Damon-Fans seid, dann müsst ihr dieses Buch lesen. Also, wie gesagt, ich bin ein Damon-Fan. Ich fand ihn vom ersten Buch an ganz, ganz toll. Ich mochte ihn total. Und ja, deswegen fand ich es richtig cool, das Ganze jetzt nochmal aus seiner Sicht zu lesen. Wie gesagt, seine Gedankengänge zu lesen und wie er das Ganze gesehen hat. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Und wie gesagt, jeder, der Fan der Obsidian-Reihe ist, sollte Oblivion lesen und sich angucken. Weil ich finde, das komplementiert das Ganze einfach und ist nochmal ein schöner Abschluss quasi auch so für mich jetzt gewesen zu dieser Reihe. Wie gesagt, es war jetzt nochmal der erste Teil, aber trotzdem finde ich, hat es nochmal so die ganze Story und das alles nochmal so rund gemacht und ja, ich mag Oblivion total. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting, toller Schreibstil. Wie gesagt, Jennifer Armentrout, ich liebe sie. Ich liebe diese Frau einfach und ja, wie gesagt, Oblivion, Lichtflüstern. Lest es, wenn ihr die Obsidian-Reihe toll fandet und wenn nicht, dann lasst die Finger lieber davon, weil wir wissen ja, hier bei BookTube ging die Meinung zu Obsidian sehr auseinander, ne? Entweder man liebt es oder man liebt es nicht und die Leute, die es nicht geliebt haben und sich über diese Bücher mehr als aufgeregt haben, die sollten wirklich die Finger von lassen, sonst regt ihr euch bloß wieder nur auf. Aber alle anderen, die es gut fanden und die Damon toll finden, sollten sich Oblivion auf jeden Fall angucken. Ich liebe es, ich finde es ganz, ganz toll und danke an den Verlag, dass ich es lesen durfte. Vielen Dank. So viel zu Obsidian, kommen wir zum anderen Buch, was ich vom Carlsen Verlag bekommen habe. Und zwar war das dieses hier, Als ich dich suchte, von Lauren Oliver. Ich habe dieses Buch hier in meinem Neuerscheinungsvideo auch mit erwähnt gehabt und ich fand wirklich, dass der Rückband sich ganz, ganz toll und sehr, sehr spannend angehört hat. Und ich habe gedacht, boah, das ist bestimmt so ein cooler Jugendthriller. Und ja, was soll ich sagen? Ich will hier meine ehrliche Meinung über dieses Buch abgeben und ich muss sagen, es war nicht mein Buch. Ich fand die Geschichte... Ich komme erst mal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Nick und Dara. Die beiden sind Schwestern. Sie sind alterstechnisch nur ein Jahr auseinander. Und die beiden haben einen besten Freund, Parker. Obwohl Parker immer mehr mit Nick befreundet war als mit Dara. Das Ganze ändert sich dann aber, als Dara und Parker zusammenkommen. Nick weiß nicht, wie sie damit umgehen soll und findet das sehr, sehr merkwürdig. Denn auf einmal ist sie irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen und außen vor in ihrer Dreiergruppe. Und ja, dann passiert eines Tages ein tragischer Autounfall und das ändert alles. Und von dem Moment an kommen Nick und Dara nicht mehr wirklich so zueinander und sie kommen nicht mehr zurecht. Und dann ist es so, dass Dara an ihrem Geburtstag verschwindet. Und Nick muss sie finden und sie suchen, denn sie hat das Gefühl, dass irgendwas mit Dara nicht stimmt und dass mit ihr irgendwas passiert ist. Und dann ist da noch das Verschwinden eines weiteren kleinen Mädchens, was hier in dieser Geschichte eine Rolle spielt. Und wie das alles zusammenhängt und was dann am Ende dabei rauskommt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, ich finde, das hat sich so gut angehört und so spannend angehört. Und ja, es war nicht mein Buch. Ich fand dieses Buch von vorne bis hinten einfach nur komplett langweilig. Man liest dieses Buch aus der Sichtweise von Nick und von Dara und man hat hier Zeitsprünge drin. Also man liest immer das jetzige Datum, also man wird die, also die Kapitel sind immer abgegrenzt nach Namen und auch nach Datum, dass man immer weiß, wo man ist. Aber man springt halt von der jetzigen Zeit, also die Geschichte wird im Juli erzählt, immer zurück in den Januar, in den Februar, in den Mai und bekommt dann so nach und nach halt quasi die Vorgeschichte erzählt. Dann sind hier noch E-Mails in diesem Buch drin und so Artikel aus dem Internet, die einem immer noch so ein bisschen was zu der Story erzählen. Und ich muss sagen, dass mich das am Anfang wirklich sehr verwirrt hat und ich dachte, was soll das jetzt? Warum? Was hat das jetzt hier für einen Sinn? Ich verstehe es nicht ganz. Und ja, mit Fortlaufen der Geschichte wurde mir das auch nicht wirklich klarer. Und ja, und dann die letzten 80 Seiten war das Einzige, wo ich sagen muss, dass es da wirklich ein bisschen spannend war. Weil da kam dann die große Auflösung. Und ich habe mir dann schon so gedacht, okay, das Ganze wird jetzt wahrscheinlich da und da drauf hinauslaufen. Und so war es dann auch. Und dann die letzten 30 Seiten, ich habe das ja mit der lieben Sina zusammen gelesen und ich habe dann Sina eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ich bin total verwirrt. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich einfach nur total verwirrt bin und das Ganze nämlich keinen Sinn mehr ergibt. Und ja, Sina ging es dann beim Lesen da genauso und das Ende, ja, ich weiß nicht. Ich kann von diesem Buch echt nur schwer eine Einschätzung abgeben, weil wie gesagt, ich finde, am Anfang hat es mich ein bisschen verwirrt mit diesem Hin- und Hergespringe. Und ich dachte mir, was soll das Ganze? Worauf soll das Ganze jetzt hinauslaufen? Und ich weiß auch jetzt noch nicht, was diese ganze Vorgeschichtenerzählung mit der eigentlichen Geschichte im Nachgang zu tun hat.
warum man das so macht. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es auch jetzt noch nicht. Und ich finde, durch das Ende, wie das Ganze durch die Autorin aufgelöst wurde, bleiben für mich einfach nur mehr Fragen zurück als alles andere. Und ich finde, es sind auch Logikfehler in diesem Buch drin, die einfach nicht hätten sein müssen, wenn die Autorin zum Ende hin einiges noch aufgeklärt hätte. Was sie nicht macht. Das wird dann einem so vor die Füße geklatscht. So ist es jetzt. Lebt damit. Und du denkst dir nur so, ja, aber was ist mit der in der Szene? Was ist mit der in der Szene? Das macht doch dann alles im großen Zusammenhang gar keinen Sinn. Und es wird einfach nicht aufgeklärt und man wird als Leser hier einfach so zurückgelassen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich bin echt enttäuscht von diesem Buch und auch auf die Gefahr hin, dass ich nie wieder vom Carlsen Verlag ein Buch bekomme, weil ich jetzt dieses Buch hier nicht empfehlen kann. Aber ich kann es einfach nicht empfehlen. Vielleicht bin ich für die Geschichte auch einfach zu alt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ein jüngeres Publikum das Buch liest, also so, sag ich mal, so 13, 14, die jetzt auch noch nicht so viel Leserfahrung haben wie ich, die auch noch nicht in die Richtung vielleicht so Bücher gelesen haben mit so einem Ende, wie das Ganze am Ende ausgeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass denjenigen das gefällt und dass sie die Geschichte spannend und toll finden. Aber ich muss leider ehrlich sagen, dass ich dieses Buch nicht gut fand. Mir hat es absolut nicht gefallen und ich habe echt gedacht, es ist ein cooler Jugendthriller, aber es ist nicht mal ein Jugendthriller. Ich kann das gar nicht irgendwie für mich in ein Genre einordnen. Also es hat Thriller-Elemente mit drin, gerade durch dieses Verschwinden und dieses Vermisstsein. Aber am Ende denke ich mir einfach nur so, nee, irgendwie nicht. Durch dieses Ende hat das irgendwie alles keinen Sinn. Also ja, ich kann so diesem Buch wirklich von der Handlung her nicht weiter sagen, außer dass ich die absolut langweilig fand. Der Schreibstil war okay, also wie das Ganze geschrieben wurde, war völlig IO, es war ein locker, leichter Schreibstil, ein Jugendbuch entsprechend und von der Handlung her, wie gesagt, war das alles sehr verwirrend mit diesem Hin und Her. Ansonsten kann ich nur sagen, dass das Setting, wir befinden uns auch hier in einer amerikanischen Kleinstadt und an verschiedenen Orten so drumherum, vom Setting her fand ich es eigentlich immer ganz gut beschrieben, aber auch hier habe ich manchmal leichte Verwirrung gekriegt und dachte mir nur so, wo sind die jetzt? Okay. Und dann, okay, gut, da sind die. Also das hat es bei mir von den Beschreibungen und Umschreibungen her so ein bisschen manchmal gedauert, ehe ich das greifen konnte, so für mich in meinem Kopf. Aber das fand ich jetzt nicht so ultra schlimm. Ich fand es halt eher schade, dass die Handlung mich einfach nicht überzeugen konnte und dass die Geschichte mich auch null packen konnte. Also ich habe immer beim Lesen nur gedacht, ja, jetzt muss doch mal was kommen und jetzt muss doch endlich mal was passieren, aber es kam immer einfach nicht und dann war dieses Buch vorbei. Und ich habe nur so gedacht, schade, weil es hätte vom Ansatz her eine echt richtig, richtig gute Geschichte werden können, aber leider ist es für mich in der Umsetzung hier komplett gescheitert, dieses Buch. Mein Fazit zu Allsüchtig suchte, ich bin einfach zu alt für dieses Buch, denke ich. Ich denke, wenn dieses Buch an ein jüngeres Publikum geht, also sage ich mal so vielleicht ab 12, würde ich dieses Buch schon empfehlen. Den Jugendlichen, denke ich mal, wird dieses Buch wirklich gut gefallen, weil es wirklich so einen Thriller-Ansatz hat. Aber für mich, wie gesagt, war es leider nichts, denn wie gesagt, ich habe da schon, glaube ich, zu viele Bücher gelesen in so einem Genre, mit so einem Ansatz in so eine Richtung, als dass mich dieses Buch wirklich komplett überzeugen konnte. Es tut mir sehr leid, ich hätte gerne was Besseres über dieses Buch berichtet, aber es ist meine ehrliche Meinung und ich stehe da dazu. Wie gesagt, mich hat dieses Buch leider nicht überzeugen können und ich finde es sehr, sehr schade. Und ich finde das Cover immer noch wunderschön und es sieht auch so toll im Regal aus, wenn es da steht. Aber leider, wie gesagt, hat mich der Inhalt nicht überzeugt. Das waren meine letzten zwei gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.